Hier ist er wieder, der Podcast 2 vor 12 mit einer neuen Folge mit Luisa Deller und Robert Marc Lehmann. Und heute geht es ums Reisen. Also viele Leute fragen sich, was man beim Reisen eigentlich richtig machen kann, heute noch richtig machen kann und was eigentlich alles falsch läuft. Und jetzt reden wir darüber. Ja, da kann vieles falsch laufen und es kann aber auch einiges ganz gut laufen, wenn man mal darüber spricht und auch mal überlegt, was man vielleicht anders oder besser machen kann. Wie immer, ne? Gesunder Menschenverstand ist es, glaube ich, am Ende. Genau. Sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Ich glaube, wir müssen erstmal überhaupt erklären, wer wir überhaupt sind, Richtig. Woher wir uns kennen und was wir überhaupt tun. Woher kennen wir uns, Luisa? Du musst das erzählen. Ja, eigentlich ganz klassisch über Instagram. Ich habe dich da irgendwann mal gesehen, dachte mir, was ist denn das für ein Vogel? Und habe den einfach mal angeschrieben. Das hast du nicht gedacht. Weil du da irgendwelchen Quatsch mit irgendwelchen Wahlen gemacht hast. Nein, Aha. Ich fand das sehr interessant und interessiere mich ja für das Thema Tierschutz, Umweltschutz und habe da immer mal Fragen gehabt, habe dich dann da gefunden durch Zufall und du erklärst mir so ein bisschen die Welt. Aha, wie sie mir gefällt. Mir gefällt sie nämlich übrigens ganz gut. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, glaube ich, dass wir beide so Überschneidungen haben, dass wir Herzensthemen haben, die uns, ich sag mal, im gleichen Maße berühren. Das ist Tiere in Gefangenschaft, das ist, wie die Welt aktuell aussieht, vom Plastikmüll bis wie man eben besser reisen kann. Es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen, aber auch Unterschiede. Weil ich bin zum Beispiel zero politisch, also wirklich gar nicht. Na klar, sind manche Aussagen von mir politisch und ich interessiere mich grundsätzlich dafür, aber ich habe auch keine Ahnung. So, du hast mittlerweile gefühlt alle Politiker Deutschlands getroffen, so ungefähr, oder mit vielen gesprochen, bemühst dich ja, jede Partei zu treffen und machst auch so Politikgeschichten und beschäftigst dich von der Blutspende bis zum, keine Ahnung, Krieg im Sudan, whatever. Also du machst ja nun in ganz andere Richtung auch als ich. Bei mir ist es immer irgendwie eine Linie, es sind Tiere und bei dir ist es irgendwie alles Mögliche. Ja, ich probiere mich so ein bisschen weiterzubilden einfach. Ne? Also ich bin sehr wissbegierig und finde das wichtig, weil irgendwo gehört ja doch dann wieder alles zusammen. Ne? Auch die Politik gehört irgendwo zu dem Thema Tierschutz. Kommen wir bestimmt auch noch mal irgendwann drauf zu sprechen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Das stimmt auch. Und tatsächlich ist es so, dass es ohne Politik überhaupt nicht geht. Wobei ich immer sage, also ich warte, die Gesetze dauern mir manchmal zu lange. Ne? Also Demokratie bedeutet ja immer auch ein langer Entscheidungsprozess und ja, es dauert stimmt. Einfach lange. Und ey, wenn euch Politik nicht passt, sage ich immer, dann macht doch eure eigene. Ja, zu Hause kann ja auch Familie. Jeder anfangen. Ne? Ja, jeder kann bei sich zu Hause anfangen. Irgendwie auch der Einkaufszettel ist auch schon Politik, wenn man so ist es. Da abstimmt und kauft. Und das Geile ist, dass Luisa und ich uns immer wieder ganz gut ergänzen. Weil die Sachen, die ich nicht weiß, die weißt du, Luisa. Und die Sachen, die sie nicht weiß, die weiß ich quasi. So, ja. Und zusammen sind wir 100% wissend. Pat und Paterchen, ja. Chip und Chap. So ist es. Und wenn man uns hat, dann braucht man nicht mehr googeln. Im Gegenteil. Oh, so, schön. Jetzt fangen wir aber mal an. Und wir machen natürlich diesen Podcast auch, weil uns immer wieder ganz viele Menschen erreichen. Also die schreiben uns Nachrichten auf Instagram, YouTube, Facebook, whatever, überall, ne, oder per E-Mail und fragen uns eigentlich häufig die gleichen Dinge. Genau. Ja, fragen oder sagen irgendwas, ne, geben konstruktive Kritik. Und bei der Folge war es jetzt einfach so, dass du ja schon des Öfteren mal gefragt wirst, Mensch, Robert, warum fliegst du überhaupt? Also wie passt das zusammen? Du engagierst dich für die Umwelt und fliegst. Und ich ja letztens auch so einen kleinen Shitstorm hatte, als ich in Kalifornien war. Ich erinnere mich. Und da haben wir uns gedacht, machen wir diese Folge jetzt einfach mal und sprechen mal über das Reisen, was man vermeiden kann, was sich nicht vermeiden lässt und wie es uns damit ergeht. Und ich habe manchmal das Gefühl, egal was du tust, man macht es nie erstens sowieso nicht allen recht. Nee. Und man kann es auch gar nicht richtig machen. Und das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass viele Leute ein falsches Verständnis haben von Umweltschutz, Tierschutz und so weiter, dass die dann immer denken oder dass man denkt, man muss alles zu 100% richtig machen. Das geht aber nicht, das stimmt auch nicht und das kann auch niemand. Das kann auch keiner erwarten. Und ich finde es dann immer ein bisschen wunderlich. Ich meine, du tust so viel, alter Schwede, um die Leute aufzuklären und machst so viele Sachen richtig. Und dann macht man einmal einen Flug und schon wird das komplett hinten übergeworfen und die Leute geben dir einen Shitstorm, weil du bist nach, keine Ahnung, nach Barcelona, nach Kalifornien, wo immer auch hingeflogen. Mhm. Und ich glaube, dass man dann ganz, ganz schnell auch vergisst, wie fühlt denn sich eigentlich eine Luisa Deller? Die ist ja so hart, die ist ja eine Influencerin, die ist ja nicht angreifbar. Die ist öffentlich, die muss das abkönnen, die muss Kritik, das ist immer so das Hauptargument. Mensch, du hast dich hier angemeldet, also musst du damit auch umgehen können, dass man dich kritisiert. Nee, muss man nicht. Finde ich auch. Muss man überhaupt nicht. Und es haben auch keine fremden Leute das Recht, sich da immer einzumischen. Und man muss immer bei sich zu Hause erstmal anfangen, gucken, was man da ändern kann. Und durchaus. Ich sehe das wie du. Also nur weil wir beide uns mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen, heißt es nicht, dass wir
alles, also dass wir nur noch nackt durch die Straßen rennen. Vegan. Und vegan. Nackt und Rinde essend. Ja, ja. Tiere schützen. Ja. Das funktioniert halt so leider nicht. Das ist nicht ganz so einfach. Aber wir versuchen an vielen Stellen eben alles richtig zu machen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Themen gibt, bei denen es auch total unübersichtlich ist und total schwierig, wie eben beim Reisen. Und ich muss tatsächlich viel fliegen. Also was heißt denn jetzt viel? Also ich mache im Jahr auch nur... Was ist denn bei dir viel? Ja, keine Ahnung. Also ich habe früher im Jahr 50 Flüge gemacht. Jetzt mache ich, keine Ahnung, 15, 20 vielleicht. Also jetzt auch nicht so massiv viel, ne? Wie so ein Bankvorstand oder ein EU-Abgeordneter oder so, die ja wöchentlich fliegen. Ey, keine Ahnung, ich mache vielleicht 2, 3 große Reisen im Jahr mit einem Langstreckenflug und das war es eigentlich auch schon. Und also jetzt, wohin ist jetzt nicht so, fliegst du dann so? Keine Ahnung, das ist jetzt sowas wie Sumatra oder das ist Kanada oder das ist auch mal Argentinien. Klar sind das lange Flüge, aber da sind wir auch schon beim Punkt. Also man kann ja auch Direktflüge nehmen. Das heißt, ich muss nicht 3-mal in ein Flugzeug steigen, sondern 1-mal. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, so schon eine ganz gute CO2-Ersparnis, weil jedes Mal beim Abheben und Landen verbraucht ein Flugzeug echt eine ganze Menge. Und je weniger das abhebt, desto weniger CO2 wird natürlich auch produziert. Und man kann Flüge ausgleichen. Mit Atmosphäre zum Beispiel. Ja, es gibt da so eine Seiten. Es gibt verschiedene Seiten. Ich glaube, Atmosphäre ist der Testsieger, aber es gibt, keine Ahnung, in Deutschland bestimmt, glaube ich, 30 andere Sachen. Und klar, ist das moderner Ablasshandel wie damals im Mittelalter. Und das ist nicht die Lösung aller Probleme, wenn man jetzt am Ende noch einen höheren Beitrag zahlt, nur damit das CO2 ausgeglichen wird. Also ich habe das, glaube ich, so verstanden, dass wenn man an Atmosphäre was zahlt oder einschlägige Seiten, dass die das dann in Projekte investieren in anderen Ländern, wo dann zum Beispiel nachhaltig Strom produziert wird oder eben nicht mehr Bäume gefällt werden und abgebrannt werden, sondern eher Bäume gepflanzt werden oder auf eine andere Art und Weise Energie gewonnen wird, sodass weniger CO2 produziert wird woanders, weil das ist auch was man verstehen muss. CO2, also wo man das einspart, ist völlig wurscht, weil das ist eine Atmosphäre auf diesem Planeten. Und ob du das in Uganda, Honduras oder Deutschland einsparst oder bindest in Form von Bäumen oder wie auch immer, das ist völlig wurscht. Genau, Hauptsache, das wird gemacht. Kann das mal überall auf der Welt getan werden. Genau. Atmosphäre ist super, ist für mich aber auch eine Art Greenwashing. Also ich mache es auch auf jeden Fall. Und man, man beruhigt dadurch ja sein eigenes Gewissen, wenn man fliegt. Und ich habe letztens eine Doku gesehen, in der es darum ging, dass verschiedene Internetportale, die genau dieses anbieten, dass du dort dementsprechend deinen Flug ausgleichen kannst, dann Projekte umsetzen und diese Projekte dann in anderen Ländern, wie zum Beispiel eine Solaranlage bauen, die bauen dann da eine Solaranlage hin. Aber kümmern sich dann gar nicht mehr weiter darum, dass dort auch die Einwohner dementsprechend sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also die wissen dann, das steht dann da und die haben gar keinen Plan davon. Die können damit gar nicht umgehen und arbeiten. Und das finde ich schwierig und da muss man wirklich genau aufpassen, bei welchem Internetportal man sich anmeldet und wo man das tut. Und ich glaube, Atmosphäre hat da auch noch am besten abgeschnitten. Also es gab kein einziges Portal, dass er wirklich mit 10 Punkten rausgegangen ist, aber es ist immerhin etwas. Ist aber trotzdem so, dass man natürlich bewusst mit dem Thema überhaupt umgehen sollte und besonders bei Inlandsflügen, bin ich der Meinung, dass man da ganz, ganz viel reduzieren kann und auch lassen kann, wenn man einfach seinen Tag gut plant oder auch von der Arbeit aus das da abspricht. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass auch viele, klar ist es wichtig, dass man sich immer in die Augen guckt bei einem Meeting und so weiter. Das kann man aber heute auch in einer Skype-Konferenz. Ständig treffe ich mich mit meinen Jungs von Submaris, mit denen ich ja arbeite, die Taucherjungs, wir sind zu 5, die weltweit unterwegs sind. Das ist super schwierig, da einen gemeinsamen Termin zu finden. Und es funktioniert heute machen wir Skype-Konferenzen, WhatsApp-Konversationen, keine Ahnung. Man kann das auch so lösen, man muss nicht immer unbedingt fliegen. Oder man nimmt halt einen Zug. Der Zug ist, glaube ich, nach wie vor das einigermaßen nachhaltigste Reisemittel, aber ist halt arschteuer. Also wenn ich mal gucke, ich fahre nach Köln oder nach Hamburg oder nach Berlin, das kostet manchmal 3-mal so viel, wie als ob ich mit meinem Auto fahren würde. Ja, das stimmt. Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Das stimmt. Ich habe eine Bahncard 50, da geht es noch. Dann geht's wieder, okay. Aber du hast vollkommen recht, für normale Menschen, sage ich mal, die keine Bahncard haben, ist das arschteuer, das stimmt. Ja, ich finde wirklich Reisen mit dem Zug echt unfassbar teuer. Und dann sind wir auch schon beim Thema. Es gibt ja Menschen in der Regierung, wie zum Beispiel Dieter Janeczek. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen richtig ausspricht. Der ist Raumfahrtexperte und Energiemeister bei den Grünen. Und der sagt ja zum Beispiel, dass man diese Vielfliegerei unterbinden kann mit super krasse Preiserhöhungen und so weiter und dass man Emissionszertifikate ausstellt. Da sehe ich auch wieder so eine Problematik. Das ist nämlich das, was die Leute richtig scheiße finden. Verbote, Preiserhöhung und du darfst nicht mehr. Ja, wir müssen es bei ihm vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was er genau gefordert hat. Also er hat gesagt, er möchte
dass man pro Bürger nur noch 3 internationale Hin- und Rückflüge pro Jahr buchen kann. Mhm. Und dafür bekommt man sozusagen Zertifikate. Und wenn man die aufgebraucht hat, kann man sich dann von einem anderen Bürger, der vielleicht nur einmal im Jahr einen internationalen Flug antritt, dann wieder ein Zertifikat kaufen. Ist natürlich aber auch so eine soziale Komponente, weil das hat dann ja wieder auch was mit Arm und Reich zu tun. Also es gibt Menschen, die haben gar kein Geld, sich dann so ein Zertifikat dazu buchen zu können. Mhm. Ja, und das ist schwierig. Also ich glaube, er hat das unglücklich formuliert, finde aber den Ansatz generell, mit Zertifikaten zu arbeiten und wenn es dann um Inlandsflüge geht, den finde ich richtig, besonders im geschäftlichen Bereich. Also wenn ich sehe, wie viel von Frankfurt den ganzen Tag immer irgendwie morgens nach Hamburg fliegen und abends zurück, das ist wirklich eine Katastrophe. Und das ist dann wirklich manchmal, dass sie sich einfach nur auf ein Mittagessen treffen. Und da muss man sich wirklich fragen, muss das sein? Absolut. Also sehe ich persönlich ganz genauso. Und dann kommen wir aber mal zu dem Punkt, wir sind da. Wir sind jetzt irgendwo hingeflogen, haben das meinetwegen kompensiert. Mhm. Wir haben einen Direktflug gebucht und sind jetzt nicht mit Ryanair geflogen oder was weiß ich, für 9 Euro. Und dann ist ja für viele Reisende total schwierig, welches Hotel nehme ich jetzt, welchen Anbieter. Wir gehen mal auf Naturreisen. Das ist das, wo ich mich gut auskenne, was ich früher selber gemacht habe. Ich habe also Menschen zu Delfinen gebracht, zu Walen gebracht, zu Tigern gebracht, zu Pinguinkolonien, whatever. In über 100 Länder habe ich Menschen geschlürt, an alle Ecken und Enden dieser Erde. Und habe das immer möglichst versucht, so mit einem geringen Impact zu machen. Das heißt, im Prinzip kein nichts dalassen außer ein Fußabdruck. Das war immer so unser Motto. Wie beim Höhlentauchen, nichts dalassen außer Blasen. Und wie hast du das recherchiert? Also wie bist du das angegangen? Also ich habe mich einfach mit den Menschen vor Ort getroffen. Ich habe es mir persönlich angeguckt. Ist das okay? Kaufen die jetzt zum Beispiel in einem Hotel oder in einer Lodge in Afrika wirklich auf dem Local Market, lassen es nicht einfliegen? Arbeiten die Menschen, die dort in so einer Lodge arbeiten oder in einem Hotel, zu einer vernünftigen Bezahlung und werden nicht super krass ausgebeutet? Haben die in dem Hotel, keine Ahnung, da wurden die Duschen zum Beispiel mit Solarpower beheizt und so weiter. Also, oder wird Feuer gemacht mit dem Local Wald, den man eigentlich angucken will bei einer Safari? Das sind alles so Sachen. Das wird total schwierig und unfassbar unübersichtlich für Menschen, die sich nicht auskennen, nicht vor Ort waren. Und dann gibt es natürlich 1000 Reisegütesiegel, genau wie es ein Gütesiegel beim Fisch gibt oder ein Bio-Siegel auf einer Banane. Super untransparent. Es ist nicht transparent, kein Mensch weiß irgendwas und es wird natürlich auch super viel Greenwashing betrieben, ne? Und im Endeffekt wirklich zu wissen, dass es 100% cool ist, dass dieser Anbieter einer Safari oder einer Whale-Watching-Tour oder whatever, was du dir angucken willst an Tieren, ob das wirklich CO2-neutral, klimafreundlich und auch für das Tier in Ordnung ist, weil das darf man auch nicht vergessen. Viele Reisen haben auch was mit Animal Welfare zu tun, also mit dem Schutz der Tiere und wie ich eben damit umgehe zu tun. Dass das transparent, ey, wie willst du das auch machen? Willst du eine internationale Seite mit Richtlinien zum Whale-Watchen und Tiger angucken und whatever bauen und wie du dann noch vernünftig reist und das Hotel Solarstrom hat? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber auch hier ist, glaube ich, wie überall am Ende, ey, gesunder Menschenverstand. Wenn du in ein Hotel gehst in einem Land mit 150 Zimmern, wo täglich die Handtücher gewechselt werden und das Seifenspender-Dings in Plastik eingepackt. Und nach, ich sag mal, du verwendest von der Seife 1%. Der Rest wird weggeschmissen. Du hast Plastikmüll produziert, das Seifenstück ist da, die Towels werden gewaschen. Die Klimaanlage läuft den ganzen Tag in allen Zimmern, damit das gekühlt ist, wenn du nach Hause kommst. Oder du gehst halt in ein Airbnb oder in ein eco-friendly Hostel oder local Homestay oder was weiß ich. Du kannst ja auch ganz, ganz anders reisen. Couchsurfing kannst du ja auch machen. Couchsurfing, ne? Whatever. Wer da jetzt nicht drauf steht, kann aber nichtsdestotrotz sich aber auch ein Hotel suchen, was ebenso arbeitet. Von Ökostrom bis Solaranlage, wie auch immer, oder Biogasanlage. Also man kann schon ein bisschen gucken. Das fordert natürlich Recherche und auch Leistung. Und bei der Zeit, die man heute hat, die ist wirklich eine wenige, erfordert das auch viel Rechercheleistung, aber dann kannst du dir wirklich sicher sein, okay, jetzt habe ich den geringstmöglichen Impact, obwohl ich trotzdem reise. So. Ja, das stimmt. Zur Airbnb, wie siehst du das denn? Das haben mich auch mal ein paar Follower darauf angesprochen, als ich tatsächlich viel Airbnb-mäßig gereist bin. Ja, Lu, ist ja schön und gut, aber auch Airbnb-Wohnungen nehmen dann wieder anderen Menschen den Platz zum Wohnen weg, weil heutzutage wird das ja alles businessmäßig, ist schon ein Geschäftsmodell, dass man sich eine Wohnung kauft und die dann nur vermietet. Ich passe da schon immer auf, dass ich gucke, okay, wohnt da wirklich jemand drin oder ist das professionell? Aber was sagst du denn dazu? Keine Ahnung, ich bin noch nie in einem... Hast du noch nie gemacht? Nein, weil ich habe auch noch nie Urlaub gemacht.
So, Lu, jetzt ist es raus. Ja, komm schon, bei mir war das aber auch nicht wirklich Urlaub machen. Ich bin immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, gehe ich lieber in so eine Airbnb, anstatt in so ein großes Hotel. Ja, I hate it. Jetzt ist es wieder Urlaubsshaming, Flugshaming, da haben wir es. Wir sagen noch nicht mal wirklich, was wir gemacht haben. Wirklich, ich habe die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre nie Urlaub gemacht. Also bin nicht irgendwo hingeflogen und habe gesagt, so, hier ist jetzt Urlaub und hier lehne ich mich jetzt mal zurück. Das kannst du doch auch gar nicht richtig, oder? Nein, könntest, kann ich auch nicht. Nee. Nein, ich gebe es zu, ich kann es nicht. Deswegen war ich noch nie in Airbnb, aber ich mache demnächst Urlaub und habe mir zum ersten Mal Airbnb gebucht. Das heißt, frag mich in 2, 3 Monaten noch. Ach geil, dann bin ich gespannt. Darfst du verraten, wo es hingeht? Nein, darf ich nicht verraten. Und ich habe auch super viel Angst vor Airbnb, vor Kameras, vor unangenehmen Situationen. Ich habe dir auch schon von einer Geschichte erzählt. Erzähl bitte. Lu, ich möchte, dass du die Geschichte den Zuhörern erzählst, weil die ist wirklich so geil. Und Leute, lasst euch nicht von Airbnb abschrecken, sagt der, der noch nie Airbnb gemacht hat. Aber hört euch bitte diese Geschichte von Luisa an. Weil manchmal ist es auch, ja, komisch. Ich habe Robert in Hamburg besucht und dann brauchte ich eine Airbnb. So, und dann war da so ein Typ, der da ein Zimmer untervermietet hat, das ich erstmal schon mal gar nicht abschließen konnte. Das war schon mal die erste Sache. Und der war auch total nett, also er war freundlich. So, und dann packe ich so meinen Koffer aus in meinem Zimmerchen und stehe da gerade nur in Schlüpper und in Top ohne BH. Und dann klopft es. Und bevor ich überhaupt sagen kann, ja, herein, kommt der Typ halt rein und sieht mich und ich sehe ihn. Und dann holt er so einen Zettel raus und lässt sich auch gar nicht beirren und gibt mir diesen Zettel, um den zu unterschreiben und redet nebenbei noch mit mir. Und ich stehe da halt in Schlüppi ohne BH und gucke ihn halt an. Und dann war da auch in dem Zimmer... Jetzt kommt's, hört gut zu. Ja, in dem Zimmer war so ein... Er hat gerade gezeichnet und eine Vagina gezeichnet gerade. Eine Scheide. Ja, eine Scheide. Was ja auch überhaupt, ne? Also gar nicht ist schlimm, ja gar nicht schlimm. Das Scheiden war schon sind nicht schlimm. So die ganze Situation war irgendwie ein bisschen creepy, auch dass ich das Zimmer nicht zuschließen konnte. Muss man können, muss man wollen, mögen. Muss man mögen, genau. Und es war dann auch okay. Ich bin am nächsten Tag raus und habe mich mit Robert totgelacht. Aber ja, auch sowas gibt's halt. Aber das gibt's ja überall, ne? Das gibt's überall. Noch eine kleine Anekdote. Ich war letztens in einem Hotel, ja, Hotel, nicht Airbnb, und wollte gerade schlafen. Und dann habe ich gehört, da haben zwei richtig Lust aufeinander. Und dann habe ich nochmal richtig hingehört, dann war das auf dem Flur, dann mache ich die Tür auf und dann wurde, und das ist kein Spaß, Freunde, um die Ecke ein Porno gedreht. Naja, um die Ecke. Deswegen gehe ich ja lieber ins Hotel. Meine Güte. Aber wir kommen gerade voll ab vom Thema. Das ist, jetzt sehen wir es wieder. Reisen macht ja auch Spaß, weil man da Geschichten mitbringt, die wirklich total cool sind und weil man da auch was erlebt. Aber nochmal zurück, wirklich ohne Witz. Also man muss sich das gut überlegen, nicht nur mit wem man fliegt, wie oft man fliegt und wohin man fliegt, sondern auch wie man dann vor Ort lebt. Ob Hotel, Airbnb, Zelt, wie auch immer. Aber einfach gesunden Menschenverstand einschalten und den geringstmöglichsten Impact haben, ist, glaube ich, fürs Sustainable Traveling, ja, diese ganze Anglifizierung, dafür lieben einen die Leute natürlich. Also für dieses nachhaltige Reisen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und jetzt, ich möchte aber trotzdem noch mal eine Sache sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel, wie die Menschen, die hier vermutlich zuhören, Tiere gerne mag und Tiere gerne sehen möchte, das soll ja auch jeder. Ich möchte auf gar keinen Fall davon abraten, zu reisen. Bitte, Leute, fahrt in die Länder, wo es die Tiere in Freiheit gibt. 1000-mal geiler als im Zoo. Fahrt jetzt nicht jedes Jahr dahin und macht eine Safari, aber fahrt einmal hin. Im Leben, wenn man so einen Traum hat? Ja, fahrt hin, schwimmt mal mit einem Orca, guckt euch mal einen Elefanten in freier Natur an, meinetwegen einen Tiger in Indien, whatever. Also schaut euch diese Tiere in freier Natur an. Aber auch dann ist es wirklich wichtig, mit welchem Anbieter. Zum Beispiel ist euch, also man muss kein Experte sein, aber euch wird auf jeden Fall klar sein, wenn eine Walmutter mit Kalb im Meer schwimmt und das ballern 20 Boote mit Whale Watchern um dieses Kalb drumherum im Abstand von 20 bis 30 Metern, wird euch klar sein, das ist nicht cool. Die Mutter wird dann ein Vermeidungsverhalten machen, das Kalb wird weniger trinken, das Immunsystem wird schlechter und es hat eine schlechtere Chance zu überleben. Wenn jetzt aber ein Anbieter rausfährt und 100 Meter Abstand einhält, ist bei Walen eigentlich so Standard, und es ist eben ein Boot pro Wal, dann ist das völlig okay. Dann so sollte man die Tiere auch erleben, das ist auch ein viel angenehmeres Erlebnis. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das führt uns zu einer kleinen Abschweifung bezüglich dieses Tiertourismuses. Ey Leute, belest euch, recherchiert und macht nicht so eine Scheiße wie Elefantenreiten, Walking with Lions oder Walking with Tigern. Ey, wenn ich diese ganzen Fotos schon sehe, ne? Wenn die Leute immer Selfies mit den Löwen machen oder auf dem Elefanten. Gut, ich bin jetzt auch nicht besser. Wieso? Gehst du mit Tigern regelmäßig laufen? Nein, das nicht, aber ich will dir kurz erzählen, wie es bei mir abgelaufen ist. Ich habe mir meinen allergrößten Traum erfüllt und bin ja mit Orcas im Meer gewesen. Ich war in Norwegen und da war es so, dass wir eine Woche auf dem Schiffkutter waren und da haben wir auch gespennt und dann sind wir tagsüber immer mit so einem kleinen Boot raus. Und
der Typ hat immer gesagt, wir fahren nicht zu den Walen, zu den Orcas, sondern wenn die Orcas Bock haben, kommen die zu uns. Also wir sind dann irgendwann einfach da geblieben und dann kamen die auch. Also dann durften wir halt ins Wasser. So, also wir sind jetzt nie Orcas hinterhergeschwommen. Es war eher so, dass die uns hinterhergekommen sind. Aber irgendwo hat es mir auch das Herz gebrochen, weil ich gesehen habe, wie viele Whale-Watching-Boote da letztendlich dann waren. Und ich dachte, hey, die müssen sich ja irgendwie auch total gestresst fühlen, die Tiere. Und dann könnte man ja mal sagen, die schwimmen ja weg, wenn die zu gestresst werden oder tauchen ja ab. Ja, aber wenn ihre Nahrungsquelle halt in dieser Bucht ist, können sie nicht abhauen, ja, weil richtig. Sie müssen essen. Und das wissen die Leute natürlich auch. Ein Problem ist in Norwegen, das wird sich jetzt hoffentlich demnächst bald mal ändern, es gibt keine Regeln. Genau, man darf machen, was man will. So, das weiß ich jetzt auch im Nachhinein und deswegen habe ich auch auf meinem Account danach nicht meinen Anbieter genannt und habe gesagt, ja, hey, ich würde es jetzt nicht empfehlen, das zu machen, weil mir das einfach too much war. Andererseits war ich nämlich aber auch so egoistisch und habe es halt gemacht. Ne? Also von daher muss man fair enough, man darf sich dafür nicht schämen, man kann sich auch mal einen Traum im Leben erfüllen. Wir sind, ich meine, 80, 90 Jahre auf der Erde, da darf man sich auch mal den Traum erfüllen, mit einem Orca zu schwimmen, solange der nicht hardcore gestresst wird. Das wurde er von deinem Anbieter? Nicht. Von anderen? Schon. Und das ist dann eine fragwürdige Geschichte. Und genauso ist es natürlich, das muss man sich überlegen, wenn man bei einer Safari steht, also ich habe früher Safaris geguided, also Leute dahin gebracht, von normalen Touristen bis Filmteams und du hast einen Leopard gefunden oder so, dann ist das immer so ein Highlight-Tier in Afrika, dann bist du da nicht alleine. Das darf man auch nicht vergessen, da stehen hinter dir teilweise 100 andere Jeeps. Ist das cool? Ist das nachhaltig? Ist das ein Erlebnis? Nö, das ist total beschissen. Deswegen auch da guckt, wenn ihr vielleicht eine Tierreise machen wollt. Also schickt mir jetzt nicht 1 Milliarde Nachrichten, Robert, wann kann ich wohin und zu welchem Tier, das ist super anstrengend zu beantworten und das ist tatsächlich so, ganz viele Leute fragen das, aber ich bin ja auch gar kein Reiseunternehmen oder biete das auch gar nicht an. Aber schaut einfach, dass sie das eben wirklich, dieser Begriff ist abgenutzt, I know, aber dass sie es nachhaltig machen, dass sie mit einem Jeep an einem Leopard sind, dass sie mit einem Boot an einem Wal sind oder man kann auch solche Fahrten machen, das habe ich auch mal gemacht, dass man Wissenschaftler bei ihrer Forschungsarbeit begleitet. Ich war damals so trottelig, ich wollte unbedingt einen Riesenhai sehen, also den zweitgrößten Hai im Meer und einen der größten Fische dieser Erde. Und das war so eins meiner Lieblingstiere und einmal im Leben wollte ich den sehen und habe eine Forschungsfahrt begleitet mit Forschern, habe Planktonproben genommen und so weiter. Und da konnte man als Tourist eben auch mitfahren. Man konnte sich quasi auf so einer Research Expedition einkaufen und so eine Art Urlaubserlebnis haben, aber gleichzeitig auch was für die Forschung tun. Und natürlich das Boot zur Forschung mitfinanzieren. Fand ich cool. Ist dann aber auch wahrscheinlich schon ein Stück weit teurer, oder? Letztendlich, ja, war nicht günstig, sage ich es mal so. Also man kann sich das, also es kostete, glaube ich, für 2 Wochen, lass mich lügen, 3.500 Euro. Es war viel Geld. Okay. So, aber nicht, ich sag mal, unfassbar unbezahlbar. Mhm. Es war wie eine durchschnittliche Reise im Tierbusiness. Nur, dass man eben Forschung gemacht hat und dann hilft den Forschern Daten zu sammeln. Problem war, 2 Wochen, kein Riesenhai. Ich war 2 Wochen auf dem Meer jeden Tag und nicht wollte einmal Riesenhai fotografieren und filmen auch. Das ging dann auch um einen Film und es war halt einfach kein Riesenhai. Aber so ist das, ganz ehrlich. So, genau, so ist das ja in der Natur. Du weißt nicht, ob du die Tiere sehen wirst oder nicht, aber das ist ja auch das Schöne, sie sind nicht eingesperrt wie im Zoo. Und die Reiseunternehmen, die dir Tiere garantieren. Ja, das ist Bullshit, oder? Das ist erstens Bullshit, weil du kannst die Natur nicht garantieren und du weißt, was die dann für Methoden anwenden. Also es gibt Anbieter, die garantieren dir Schwimmen mit Delfinen. Das würde ich niemals garantieren, auf den Azoren zum Beispiel, wo ich das gemacht habe. Da ist das die Entscheidung der Delfine. Haben die jetzt Bock oder nicht? Genau wie bei dir, kommen die zum Boot oder nicht? Du kannst nicht hinfahren und die zwingen. Manche Anbieter machen das schon und gehen dann an die Schlafplätze der Delfine. Die schlafen auch überwiegend tagsüber in flachen Buchten. Und das ist optimal zum Schwimmen mit Delfinen. Das heißt, die Leute ballern dahin mit ihren Speedbooten, schmeißen die Leute ins Wasser, während die Delfine da eigentlich rumcruisen und schlafen und während ihrer Niedrigkeitsaktivitätsphase. Und das stört diese Tiere. Die wachen dann häufiger auf. Auch hier wieder. Sie sind gestresst wahrscheinlich. Genau, sind gestresst, müssen mehr fressen, können ihre Kälber nicht gut säugen, Immunsystem und so weiter. Und ihr wisst selber, wenn er wenig schlaft, wie sich das auswirkt. Und wenn du jeden Tag in der Saison Touristen hast, die dann mit dir schwimmen, während du schläfst, ist das scheiße. Aber auch hier nochmal, es ist am Ende immer nur gesunder Menschenverstand. Ist es okay oder nicht? Du bist ja kein Trottel, wenn du zu einer Safari fährst und wenn du durch die Elefantenherde ballerst oder mit 100 Leuten am Leopard stehst. Das ist scheiße. Wenn sich das für euch scheiße anfühlt, dann ist das auch scheiße. Und dann, wenn man so ein Erlebnis hatte, ist es ja auch wichtig, danach dann einfach darüber zu reden. Man muss sich ja nicht schlecht fühlen. Man kann danach aber auch zu Freunden sagen, hey, ich habe das gemacht, aber
letztendlich war das keine schöne Sache für das Tier. Ja. Ich würde das auf gar keinen Fall empfehlen und diese Erfahrungen einfach weitergeben. Es gibt genug Portale, wo man das reinhauen kann, Social Media, man kann das überall verbreiten. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, um danach... Und ihr wisst gar nicht, was ihr den Hotels und Safari-Besitzern und so weiter auf TripAdvisor antun könnt. Also man hat wirklich eine Macht, ne? Ja, man hat eine Macht. Das ist echt so. Aber ich möchte noch gerne noch mal was zu der Safari fragen, Robert. Yes. Es ist doch auf einer Safari meistens so, dass man dadurch so ein Resort fährt, oder? Also es ist ja nicht so, dass die Tiere meistens komplett frei sind. Nö. Das heißt, es ist ja auch irgendwo abgesperrt. Ist es dann nicht auch eine Art von, naja, was heißt Zoo? Also die haben ja ein krass großes Gelände, aber wie stehst du denn dazu? Gute Frage. Also ich habe das früher ja gemacht mit den Safaris und es ist tatsächlich so, also es sei denn, du bist jetzt in der Masai Mara, was ein Ausnahmefall ist, ne? Und guckst dir dort die Gnu-Herden an und sowas alles. Am Ende ist eine Safari, du bist auf einer Lodge in einem schönen Hotel, dort arbeiten Menschen, die werden in seltensten Fällen gut bezahlt. Aber es gibt natürlich auch die 1.000-Euro-Hotels, da werden auch die Leute besser bezahlt. Und dann bist du in einem Nationalpark. Und ein Nationalpark heißt, oder oftmals so ein Schutzgebiet, da ist ein Elektrozaun drum, da sind Ranger, da sind ganz bestimmte Tierarten in bestimmten Stückzahlen, die auch regelmäßig dezimiert werden, also das heißt geschossen werden oder eben ausgetauscht werden, damit sich dieses Ökosystem auf dieser kleinen Fläche so halten kann. Da gibt es ganz, ganz einfache... Stopp, da muss ich dich mal... Ja. Sorry, da muss ich dich jetzt mal kurz unterbrechen. Du sagst, dezimiert werden, erschossen werden. Zum Beispiel. Oder... Heißt das, dort werden Tiere erschossen, damit einfach noch ausreichend Platz da ist und die sich nicht... Aber wie stehst du denn dann dazu? Weil das ist doch schwierig. Auch, das ist doch auch eigentlich totaler Scheiß. Also ist wie in Deutschland. Du doch, das kannst du doch nicht machen. Nein, doch, die Jäger müssen ja hier in Deutschland auch Wildschweine und Füchse und Wölfe und alles dezimieren. Oder nicht, Luisa? Die Natur reguliert sich doch nicht selber, das muss man doch, das ist doch so weit vom Menschen beeinflusst, dass der Mensch das kontrollieren muss, ne? Also finde ich... ich weiß nicht, wie viele Millionen Jäger es in Deutschland gibt. Ich habe meinen Nachbar als Jäger und der hat mir letztens auch gesagt, also der hat mir es auch probiert zu erklären und gesagt, ja Luisa, aber... man muss doch eingreifen. Man muss eingreifen und man muss ja gucken, dass man das reguliert und was weiß ich, aber das sehe ich halt gar nicht so. Gut, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber also das heißt, die schießen da auch schon die Tiere ab, damit dann der Platz auch einfach weiterhin oder da ist. Lassen andere Tiere nicht rein oder wenn es zu viele Nashörner sind oder keine Ahnung, werden die gefangen, abtransportiert in ein anderes Gebiet gebracht. Das ist Umsiedeln. Ne? Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, ein gewisses Gebiet, ich sage mal jetzt von 100 Hektar, mit einer gewissen Anzahl Büsche, Bäume, Gras, Landschaften, Wasserflächen und so weiter, hat halt eine gewisse Kapazität für 3 Leoparden, 12 Elefanten. Also Elefanten will man schon mal gar nicht im Nationalpark haben, weil die reißen die Bäume um und machen die Zäune kaputt. Eine gewisse Kapazität für Rhinos und du willst natürlich eigentlich auch nur die coolen Tiere im Nationalpark haben, die jeder sehen will, die Big Five, ne? Vom Büffel über Elefanten bis zum Leopard und Löwen. Aber all diese Gebiete haben nur eine begrenzte, ich sag mal, Kapazität an Nahrungsquellen für das einzelne Tier, sodass du echt aufpassen musst, okay, dass du das nicht überreizt oder ausreizt, sondern dass man das immer in so einem gewissen, in einem natürlichen Gleichgewicht, es ist ja leider kein Gleichgewicht mehr. Und natürliche Gleichgewichte sind eh Schwachsinn, es schwankt alles. Ne? Dann hast du mal eine Krankheit im Nationalpark, dir sterben die Löwen weg oder was weiß ich, du musst dir neue besorgen. Also es ist auch mit ständiger Maintenance verbunden. Die Leute müssen sich wirklich kümmern und das richtig pflegen. Also im Grunde ist es doch aber nichts anderes als ein Zoo. Es ist ein riesengroßer Zoo. Und das ist für mich noch okay, also es ist auch nicht überall so. Ne? Also wenn du in die Masai Mara fährst oder, keine Ahnung, ins Okavango-Delta, dann sind die Tiere schon noch frei und es ist kein Zaun drumherum. Klar ist irgendwo eine Straße. Und auch sicherlich ein Zaun zu einem Grenzgebiet oder irgendwie sowas anderes. Aber die meisten Nationalparks sind tatsächlich in Afrika auch immer wieder eingezäunt und kleine Gebiete, wo bestimmte Tiere leben, die du auf Safari sehen möchtest. Was für die Tiere aber okay ist, weil wir reden nicht wie in einem Wildpark oder Zoo über wenige hundert Quadratmeter, sondern wir reden über hunderte Quadratkilometer, manchmal auch tausende sogar. Also es ist tatsächlich ziemlich groß. Manchmal, also ich meine, du wirst einen Leopard nicht aufhalten. Der wird sich unterm Zaun durchgraben, der hüpft drüber, der geht durchs Gate, das ist dem scheißegal. Aber Nashorn schon. Die Vögel wirst du auch nicht aufhalten oder eine Schlange oder keine Ahnung. Aber Safari grundsätzlich, ja, in großen, freien Gebieten, wo die Tiere frei leben können, bin ich absoluter Freund von, finde ich total geil. Dann ist aber die Lodge und der große, dicke, weiße Mann aus Deutschland, der die Lodge betreibt mit 100 schwarzen Angestellten. Und ich habe das erlebt, wie die behandelt werden. Es ist, und deswegen auch aufgehört damit, es war für mich eine Katastrophe. Wirklich. Ja. Das ist aber, ne, das ist nicht überall so, das sind Einzelfälle, Beispiele. Es geht eben auch anders und es geht eben auch besser. Und was mich auch zu einem Thema bringt, ey, ich muss auch keine Safari machen, sondern was ist denn mit Deutschland? Also ich wohne hier 5 Kilometer weg von einem Moor, vom Wald, vom Fluss.
kann mir das angucken, ich kann eine Waldführung in Deutschland machen, ich kann mir in Deutschland super coole Tiere angucken, ich kann mir die Tiere auf meinen Balkon holen, indem ich die richtigen Pflanzen anpflanze. Ich kann auch Urlaub in Deutschland machen. Und das muss ich ganz ehrlich immer sagen. Ich habe hier ein Buch von Andreas Killing stehen, Wandern durch Deutschland. Ich kenne halt Deutschland auch nicht gut genug. Und es gibt hier in Deutschland, die ich einfach noch nicht gesehen habe. Mhm. Und wird das immer gleich so, wir werten Deutschland so ein bisschen ab, weil wir immer nur an Strand, Sonne und Palmen denken. Aber auch hier in Deutschland gibt es so schöne Ecken. Und auch hier ist das Wetter nun mal inzwischen so, dass wir uns... Ja, leider. Sagt man leider darauf verlassen können, dass es jetzt schon relativ heiß immer im Sommer ist. Klar. Von daher muss man gar nicht wegfliegen. Und man kann auch mit seinen Kids, anstatt in den Zoo zu gehen, halt in den Wald gehen, um da mal mit dem Fernglas einfach die Vögel zu beobachten oder sich Schmetterlinge anzugucken. Du kannst eine Kanutour in der Müritz machen, ja. Du kannst an der Ostsee, an der Nordsee abhängen, du kannst nach Helgoland fahren, fliegen, wie auch immer. Helgoland machen wir auch bald. Helgoland machen wir auch bald, richtig? Das darf ich noch gar nicht verraten, Luisa. Nimm das zurück. Wir fahren nicht nach Helgoland. Ich wiederhole, wir fahren nicht nach Helgoland. Nein, aber du kannst ja in Deutschland wunderbare Sachen machen. Wir haben Berge, Flüsse, es gibt ja hier alles. So, und der Trend geht tatsächlich auch zum Local Tourism überall. Ey, erkenn doch mal dein eigenes Land. Explore dein eigenes Land. Es gibt so viele geile Sachen und geile Ecken hier in Deutschland. Und du musst dich nicht schämen für einen Flug. Du musst dich nicht schämen für einen riesen CO2-Abdruck. Du kannst dein eigenes Land erkunden an allen Ecken und Enden. Es gibt wirklich tolle Ecken und ich empfehle das nur. Ey, lernt euer eigenes Land gut kennen. Das ist auch cool. Richtig. Finde ich super. Und aber auch hier müssen wir ja irgendwie von A nach B kommen. Ja, müssen wir. Aber kauft ihr ein Elektroauto, Luisa? Oh, Elektroauto, auch ein heißes Thema. Anderes Thema beim Podcast. Ich bin unsicher. Weißt du was über Elektroautos? Ich weiß noch nicht genug, als dass wir jetzt in der Folge viel darüber reden sollten. Ja. Ich habe aber letztens ein Doku gesehen und weiß, dass die Herstellung von diesen Batterien, aber da geht es nicht nur um Elektroautos, das ist, ich meine, wir haben auch unser Handy in der Hand, dass das überhaupt nicht umweltfreundlich ist und auch für die Menschen, die dort dafür arbeiten und die da, ich glaube, sagt man eigentlich Lithium oder Lithium? Lithium. Lithium. Mhm. Die das dort abbauen müssen, auch manchmal lebensgefährlich ist. Und die Doku, die hat mich schon geschockt und deswegen stehe ich dem Thema so ein bisschen emotional gegenüber, weil einerseits Elektromobilität für die Zukunft natürlich wichtig, ne? Kein CO2-Ausstoß, aber wie das Ganze hergestellt wird und wo das Ganze hergestellt wird, ist schwierig. Wie es recycelt wird, ab wann ein Tesla wirklich CO2-neutral ist und vor allen Dingen der Strom, mit dem er geladen wird, kommt aus der Braunkohle-Energiegewinnung. Und also, wo ich dann sage, CO2-emissionsfrei, jein. Also so ein bisschen, ist ein ganz schwieriges Thema und dafür sind wir auch keine. Der Gedanke ist cool, ist sicherlich die Lösung, aber ich bin auch gespannt, was da noch kommt in Sachen Brennstoff und Zelle und Wasserstoff und so weiter. Aber es gibt ja Möglichkeiten, sich in Deutschland fortzubewegen oder auch in anderen Ländern, ne? Und eben klimafreundlicher zu agieren. So, sei das jetzt ein E-Auto, meinetwegen ein kleines, schickes, schniedliches E-Auto oder das, was ich schon vor, keine Ahnung, 15 Jahren gemacht habe als Student, Carsharing. Man nannte das damals Mitfahrgelegenheit. Ne, habe ich früher super viel gemacht. Da gibt es so eine schöne Szene in einem meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, es ist China. In China essen sie Hunde oder in Old Man in New Cars, wo so vier riesige, muskelbepackte, tätowierte Rockertypen, die Verbrecher sind, aus so einem kleinen Fiat Punto steigen. Und der Typ fragt sich mal, wieso fahrt ihr eigentlich immer zu viert und in dieser kleinen Dreckskarre? Ja, wegen der Umwelt, Alter. Wieso denn sonst? Ja, das ist aber genau der Punkt. Also Mitfahrgelegenheit ist nicht nur lustig, cooler, man lernt tolle Leute kennen oder auch nicht so tolle. Also die Erfahrungen sind auch ja da. Da hat man doch immer die wie dir, tolle Erfahrung. Ja, super. Oder? Also ich hatte im Auto noch keinen mit einem Scheidenbild und... Na, anyway. So, aber man spart tatsächlich CO2 ein, man fährt umweltfreundlicher und ich finde es eigentlich eine coole Geschichte. Dann gibt es noch diese ganze Carsharing-Geschichte, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Man hat ein Auto in der Stadt, Car2Go, whatever, es gibt tausend Sachen. Hatte ich letztens bei meinem Tinder-Date. Soll ich mal kurz erzählen? Erzähl doch ruhig mal, Luisa. Erzähl uns von deinem Tinder-Date. Ich bin gespannt. Geht's wieder um Scheidenbilder? Nee, diesmal nicht. Also ich hatte ein Tinder-Date. Und der Typ hat mich in Berlin abgeholt, es hat total gewittert und meinte, ja, ich hole mir kurz ein Carsharing-Auto und dann hole ich dich ab und dann fahren wir zum Italiener. Und das fand ich total toll. Dann hat er mich damit abgeholt und dann haben wir das dann da stehen gelassen und dann hat sich das der Nächste geholt und als wir dann fertig waren, haben wir uns wieder über die App einfach irgendwo anders ein Auto geholt und haben das dann wieder vor meiner Haustür abgestellt. Und genau so geht's. Also kann man auch mit dem Roller übrigens gut machen. Ich mache das in Berlin immer super gern mit so einem Elektroroller. Finde ich auch abgefahren. Habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal tatsächlich gesehen, als ich in Schweden war. Und da stehen die Dinger an jeder Ecke, die E-Roller. Jetzt habe ich hier in Deutschland auch die ersten gesehen, die irgendwie rumkullern und so.
Und finde ich super eigentlich. Ich bin nur noch unsicher. Erstens verkehrsregelmäßig. Die Dinger sind ja eigentlich beschränkt. Fahren die 40 km/h oder 20 oder 30? Kannst du auf Fußwegen fahren? Musst du einen Helm tragen? Ab wann darf man die fahren? Ey, keine Ahnung. Ich bin da völlig unbedarft, weil ich fahre tatsächlich Auto. Muss ich auch. Ja, ich kann gar nicht anders. Verkehrsminister, der findet das Ganze ja nicht so sexy. Deswegen wurde das ja im Moment noch nicht so wirklich von der Politik durchgeboxt, dass die hier offiziell richtig fahren dürfen. Aber ich habe es in Schweden tatsächlich war ich auch. Und da wird damit verantwortungsbewusst umgegangen. Nur das Ding ist, ich überlege auch wieder, die werden meistens nur in der Stadt benutzt, von A nach B. Und wird dann der Mensch nicht vielleicht auch sogar ein bisschen fauler, wenn er dann von dem einen Café ins nächste nur noch mit dem Roller fährt, anstatt irgendwie das Stück zu Fuß zu gehen? 100% das, agreed. Ja, und ich meinte auch gar nicht den Roller. Ich meinte, wie heißen denn die anderen? So ein Coupe, so ein, naja, so ein... Ein Elektroroller oder was? Ja, so ein richtiger, der früher, so eine Vespa, aber nur Elektro. Die gibt, genau. Und bin ich schon mal mitgefahren, fand ich cool. Ja, das ist auch voll geil im Sommer. Und das mache ich in Berlin. Also wenn ich dann zum Beispiel im Bundestag muss, dann hole ich mir da auch Sharing mäßig mit meiner App irgendwo den nächsten Roller, fahr da hin, pack einen Helm wieder rein und lass es da stehen. Und ich glaube, das ist auch so eine, ich sag mal, so ein Markt, der total wächst in Deutschland. Ne? Diese E-Mobilität und dieses Sharing-Prinzip, dass sich, weil die Leute, ich meine, das ist das, was ich auch immer sage, Umweltschutz und Naturschutz, das muss ja nicht scheiße sein und wehtun und bescheuert sein, sondern das macht ja auch Spaß. Ja, das kann auch verbinden. Da kann man Leute kennenlernen. Genau, du kannst vom Leute kennenlernen, bis dass du Spaß hast, mit so einem Gerät zu fahren, dass du Spaß hast, deinen Balkon zu begrünen und dass die Bienen da ankommen, dass du Spaß hast, weil du gesünderes, geileres Essen zu dir nimmst, dass du Spaß daran hast, wenn du mit einem Sustainable-Anbieter beim Whale-Watchen bist. Das ist doch nicht scheiße. Das macht uns doch allen Spaß und deswegen verstehe ich gar nicht, dass das für einige so schwer ist. Und geil ist wirklich, dass dieser Sharing-Gedanke, das ist vom Werkzeuge sich gegenseitig ausleihen, über Airbnb die Wohnung und dass die Ressource Auto eben ganz anders verwendet wird, finde ich geil, dass Leute das mittlerweile machen. Ich bin da überhaupt nicht involviert, weil mich das einfach nicht betrifft. Ich bin eh immer nur unterwegs, aber ich finde das für alle anderen Menschen, finde ich das richtig total geil. Total, das wächst. Läuft und da habe ich auch noch mal eine schöne kleine Anekdote zum Sharing. In Berlin habe ich eine Art WG-Zimmer bei einer guten Freundin von mir. Und in dem Haus wohnt eine alte Omi und unten steht immer ein Zettel und die sagt immer, Leute, am Sonntag, wenn ihr was im Kühlschrank habt, was nicht mehr lange gut ist und was ihr sonst wegschmeißen würdet, gebt mir das, ich koche daraus was Schönes und dann könnt ihr euch alle was bei mir abholen. Und da wohnen tatsächlich echt viele Studenten und die geben dann die Sachen dahin, dann kocht die Omi und dann kannst du dir am Montag mit deiner Tupperbox bei ihr ernsthaft was abholen. Und dann geben die natürlich auch mal 1-2 Euro, weil die sich total freuen. Und die Omi hat halt ein gutes Gefühl, weil sie sagt, okay, hey, ich habe Lebensmittel gerettet und mache euch jetzt was zu essen. Wie cool ist denn das? Und ihr seht schon, das ist eben dieser das Thema. Gedanke, ja, oder? Und ihr werdet, egal, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, von Nachhaltigkeit bis whatever, also alles, was mit Umweltschutz und Naturschutz und am Ende ja auch Erd- und Menschenschutz zu tun hat, ihr werdet 1 Milliarde Möglichkeiten gefühlt finden, wie man Dinge besser oder eigentlich wichtiger anders machen kann. Anders, und wenn man sie anders macht, sind sie ja automatisch besser, wenn man es in die richtige Richtung macht. So. Und das am Ende bleibt dieses Reisethema für mich jetzt oder wie man sich in Deutschland bewegt, irgendwie entwickelt sich das, glaube ich, ganz positiv, habe ich das Gefühl. Es werden immer mehr, also es ist mir noch ein bisschen zu wenig E-Mobilität, dass, wenn ich jetzt mit skandinavischen Ländern vergleiche, ne, wo überall Elektroautos rumfahren und auch überall Elektroladestationen sind, weil du brauchst natürlich auch die Logistik dafür. Das ist noch eine Katastrophe. Das ist nicht da. Noch nicht. Das wird kommen. Ja, ich hoffe allerdings schnell. Das geht in die richtige Richtung. Und am Ende, ich habe mir erst ein neues Fahrrad gekauft jetzt wieder. Nach 12 Jahren mal ein richtig geiles Rad, nachdem ich mir immer irgendwas zusammengeschustert habe. Und es ist geil, Fahrrad zu fahren. Ich liebe es. Ich bin gestern Fahrrad gefahren, den ganzen Tag 70 Kilometer. Ich liebe es. Aufs Rad steigen. Das Rad ist immer noch so ein geiles Fortbewegungsmittel. Und das Beste ist, es ist eigentlich fast CO2-neutral, würde ich sagen. Außer in der Herstellung. Außer die Herstellung. Aber ansonsten ist das, glaube ich, aber das ist so der Klassiker. Das sagt man immer. Ne? Man sagt immer, hey, Fahrrad fahren. Und man muss es dann auch einfach mal machen. Und man bewegt sich auch noch und wird automatisch sportlicher, schlanker und viel besser aussehen, wenn man Rad richtig hat. Na, wie geil ist das denn? Ich gehe jetzt erstmal Radfahren, Luisa. So. Ja, ich komme dann mit und abschließend würde ich nochmal sagen, man muss da einfach sich selbst so ein bisschen reflektieren. Ey, an welcher Schraube kann man drehen? Wo kann man etwas, wie du schon so schön gesagt hast, anders machen und dementsprechend noch besser machen, wenn man es in die richtige Richtung macht? Und
da muss man sich ja zweimal hinterfragen. Vielleicht sind jetzt auch welche von euch dabei, die viele Inlandsflüge machen oder auch Unternehmen, beim Unternehmen arbeiten, die viele Inlandsflüge machen, ja. Da auch einfach mal mit dem Chef in einer Feedbackrunde den ansprechen und sagen, hey, können wir nicht auf die Bahn umsteigen, Bahncard, oder können wir nicht manche Meetings einfach wirklich per Skype geschrieben machen? So Kleinigkeiten, ne? Da wirklich mal ein bisschen aktiver auch zu werden und seine eigene Politik wieder also durchbringen und der Umwelt was Gutes tun. Also das würde ich sagen, sind so die Steps. Und bitte nicht von 0 auf 100. Und ganz, ganz wichtig, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr irgendwie jetzt einmal Carsharing ausprobiert oder einmal weniger fliegt, dass ihr das dann euer ganzes Leben lang so machen müsst. Dieser Druck, dass man dann sofort perfekt sein muss. Und muss man nicht. Nie wieder fliegen. Wir sind auch nicht perfekt. Genauso ist es ja bei uns auch. Und ja, das ist menschlich, das ist normal. Aber wir müssen auch verstehen, dass es 2 vor 12 ist, ja, und wir definitiv etwas ändern müssen an unserem Konsumverhalten, an unserem generellen Verhalten, damit dieser Planet auch weiterhin bestehen bleibt. Ja, und es macht Spaß. Ich sage euch, ich finde nichts, was ich im Umweltschutzbereich mache, außer diese Undercover-Mission im Tierschutzbereich, aber im Umweltschutzbereich, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, macht mir Spaß. Ist auch so. Man lernt ja auch mal dazu. Ja, man lernt dazu, und das macht wirklich viel Spaß. Und ich würde jetzt sagen, zum Ende fassen wir nochmal zusammen, was die Leute denn besser machen können. Also, wir haben gesagt, reist lokal in Deutschland. Fliegt nicht immer weit weg. Vermeidet, keine Ahnung, super viele Flüge. Das heißt, macht einen Non-Stop-Flug, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt. Wenn ihr oder den schon mal macht. Was wir gar nicht gesagt haben, Robert, dann auch mal überlegen, soweit es die Zeit zulässt, länger zu bleiben. Also nicht so 3 Tagestrips zu machen, super, sondern dann wirklich mal eine Woche oder 2 Wochen wegzubleiben, um das auszunutzen. Bleibt an einem Ort. Guckt euch den genau an. Kommt ins Gespräch mit den Menschen vor Ort und holt euch nicht einen Mietwagen und ballert 1000 Kilometer in 2 Tagen durch, um möglichst viel zu sehen, sondern dieses Slow Traveling, das ist total entspannt. Du lernst mehr, du siehst mehr, es ist viel, viel besser. Wenn ihr in anderen Ländern unterwegs seid oder auch in Deutschland, fahrt halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, benutzt ein Fahrrad, ein E-Roller, ein E-Bike, whatever. Also das ist alles so eine Sache. Und da muss ich mich persönlich selbst an die Nase fassen. Wenn ihr schon fliegt oder reist, wie auch immer, der Benzin- oder Kerosinverbrauch steigt automatisch mit Gewicht. Also seid sehr leicht, dann ist nur ein Spaß. Aber nehmt halt nicht 15 Gepäckstücke mit, so wie ich immer, mit Pelicases und voller Kameras und was weiß ich, und Ausrüstungs- und Expeditionsgegenstände, sondern packt auch leicht. Auch das, das ist übrigens auch am Ende, ne? Fuel. Also das ist auch befreiend. Ja, je weniger mitnehmen und ja, Dinge, so die geil, man wieder benutzen kann. Also vom, keine Ahnung, vom Silikon-Ding, wo man sein Waschmittel reintut, anstatt das einmal Plastikmittel. Also es sind alles tausend Sachen. Vor Ort könnt ihr euch vegetarisch ernähren und überwiegend meatless auf Local Markets einkaufen. Es sind ja tausend Sachen, die du richtig machen kannst. Da müsste man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen mit Tipps irgendwie. Ja, also, ehrlich. Also die Tipps so viele Sachen gehen ins Hunderte, und ansonsten bin ich auch gespannt, was ihr für Tipps habt, dass, ob man noch mal irgendwas besser machen kann. Also kommentiert das ruhig. Schreibt es uns mal, kommentiert das überall unter den Bildern und was auf Luisas und meinen Kanälen so passiert. Und wirklich benutzt euren Verstand. Ihr werdet merken, es ist nicht okay, auf Korallenriffen rumzutrampeln oder sedierte Tiger, die ruhig gestellt sind, an der Leine durch den Dschungel zu führen und sagen, ich laufe jetzt hier mit dem Tiger. Benutzt euren Verstand. Der wird euch schon ganz genau sagen, was richtig ist und was nicht. Und wenn ihr aus solchen Ländern noch ein Souvenir mitbringt, achtet darauf, dass es vielleicht nicht von einer geschützten Art ist, sondern nehmt als Souvenir vielleicht ein Foto mit oder so. Das sind alles so eine Sachen. Ihr seht schon, beim Reisen kann man super viel falsch machen, wie wir am Anfang gesagt haben, aber auch super viel richtig. Aber ich glaube, nach diesem Podcast, ich denke, da geht ihr mit einem ganz guten Gefühl raus. Und ich denke auch. Auch mit einem gutem Menschenverstand, mit dem ihr auf jeden Fall was anfangen könnt und wisst, in welche Richtung ihr da geht. Aber lasst es mal da. Was ist so geplant in eurem nächsten Urlaub? Wo geht's hin? Worauf achtet ihr jetzt schon? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Das ist super interessant für uns. Mhm. Und auch wenn ihr Wünsche habt für nächste Podcast-Folgen, die wir für euch mal unter die Lupe nehmen sollen. Wünsche, Ideen, Vorstellung, Kritik. Richtig, können wir immer machen, außer unsere Tinder-Dates, die halten wir geheim. So, und das war's, glaube ich, Luisa. Genau, 2 vor 12. Leave only footprints, take only memories. So ist es. Nochmal ein schöner englischer Satz. Mal, das war schön. Mhm. Finde ich auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Gut. 2 vor 12 mit Luisa Dellert und Robert Magleber. Richtig. Bis dann. Stopp, wir haben noch ein was vergessen. Eine Sache, auf die ich unbedingt eingehen möchte, die wirklich wichtig was ist. Was haben wir vergessen? Eine Sache, nach der ich immer wieder gefragt werde, ist dieses Voluntourism. Ein sehr schönes Wort. Ich werde immer wieder gefragt, ich kann die Uhr danach stellen, jeden Tag 5 bis 10 Nachrichten. Mensch, Robert, wo kann ich denn hingehen? Ich will unbedingt selber irgendwas besser machen.
und möchte selber anpacken. Und ah, auch du hast mich damals gefragt. Ist das sowas, wo man dann auch manchmal so für bezahlen muss, dass ich irgendwo anpacken kann? Genau, also dieses Volunteering, dieses also auf freiwilliger Basis jetzt beispielsweise nach Afrika gehen und Gorillas retten oder beispielsweise nach Borneo gehen und Orang-Utans schützen oder auf die Philippinen fahren und Walhaie retten. Leute, hierzu kurz eine Anekdote aus einem Buch, was ich mal gelesen habe. Da gibt es einen Fotografen, der verdient die Stunde 500 Euro, ein Modefotograf. Ne? Und er denkt sich, boah, mein Job ist so, der zerstört eigentlich die Welt und das ist alles so eine Fake-Scheiße und ich habe jetzt Bock mal, die Erde zu retten. So wie viele das von euch haben, Bock, die Erde zu retten. Und er sagt dann, gut, pass auf, ich gehe zu meinem Kumpel, der arbeitet beim NABU und wir bauen mal am Samstag zusammen Vogelhäuser. So, dann trifft er sich mit seinem Kumpel vom NABU, baut 2,5 Vogelhäuser an dem Samstag in 10 Stunden und hängt die auch auf und fühlt sich natürlich besser und hat was für die Erde getan und sein Gewissen so ein bisschen erleichtert und ist jetzt ein besserer Mensch, haut noch 2-3 Fotos auf Instagram davon raus, was er für ein cooler Typ ist, dass er sich jetzt mit Vögeln beschäftigt und so weiter. Aber jetzt überleg mal, was viel cooler gewesen wäre. Der hätte am Samstag gearbeitet 10 Stunden, hätte 5.000 Euro verdient, hätte diese 5.000 Euro dem NABU gespendet. Die hätten 2 Schreiner für einen Monat anstellen können, die 600 Vogelhäuser bauen, das überall verteilen und haben noch 500 Euro für eine Kinderveranstaltung übrig zum Thema Vögel und in Deutschland. Zum Beispiel. Sein Geld wäre also viel besser angelegt gewesen, an der richtigen Stelle. Er hätte den Schreiner nicht den Job weggenommen und irgendeinen sinnlosen Scheiß gemacht, der wirklich keinen Effekt hat. Aber all das, dieser Voluntourism, ist nur fürs gute Gewissen für die Menschen, die das machen. Und das ergibt auch ein großes Problem. Nicht an allen Ecken, aber überwiegend. Ne? Das heißt, du gehst als Deutscher nach Borneo und rettest dort Orang-Utans und die Leute haben die Idee davon, die schützen dann den Regenwald und die tun was Gutes und das kannst du dann auf Instagram raushauen und dann hast du ein besseres Gefühl, weil du 400 Likes dafür kriegst und du hast dafür dann noch 4.000 Euro bezahlt und die Local Community unterstützt. Ja, du hast aber auch unfassbar viel Zeit verschwendet, dein CO2-Abdruck wahnsinnig in die Höhe getrieben, du bist kein Profi im Orang-Utan-Retten, du darfst sie sowieso nicht anfassen vor Ort. Also viele haben auch eine falsche Vorstellung, wenn sie dann da hingehen, was dann dort vor Ort tatsächlich passiert, nämlich Beton mischen, Toiletten bauen und so weiter, Äste abschneiden und die Distanz zu den Orang-Utans wahren zum Beispiel. Ich will das nicht alles kritisieren, diesen Voluntourism. Und sicherlich an der einen oder anderen Stelle hat das auch einen positiven Effekt. Aber ihr seht, wo ich mit dieser Anekdote hin will. Das Geld ist besser angelegt bei Menschen vor Ort, nämlich indem die Locals dort Naturschutz und Artenschutz betreiben dort, wo es wichtig ist, mit der entsprechenden Fachkenntnis. Und die brauchen nichts anderes als Unterstützung durch Kohle, weil das kostet alles einen Haufen Geld. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und was man am Ende auch nicht vergessen darf, durch solche Geschäftsmodelle entwickelt sich auch viel Scheiße. Das heißt, du hast mittlerweile heute, keine Ahnung, ich habe es in Afrika erlebt mit Geparden. Die Geparden wurden als Babys von ihren Eltern weggefangen, in Gehege gesperrt und dann werden Leute aus Deutschland Volunteer hingeholt, die Geparden pflegen, die dafür einen Haufen Geld bezahlen und dann denken, wir machen hier was Gutes. Die ziehen die dann mit der Flasche auf oder was weiß ich, hauen ein paar coole Instagram-Fotos raus. Das ist alles, worum es an dieser Stelle geht. Das ist, kann ich jetzt ins Tausendste führen. In Rumänien, auf Mallorca, in Polen werden Hunde hungern gelassen oder denen die Beine abgeschlagen, zumindest eins, damit sie besonders behindert und krank aussehen, damit sie dann eben für 800 Euro von irgendeinem bescheuerten Deutschen adoptiert werden, weil das ist ja so ein besonders bedürftiger Hund. Also ihr seht schon, wo das hingeht. Man muss immer hinter die Fassade schauen, sich ganz genau durchlesen und manchmal tatsächlich, wie ich das mache, selbst hinfliegen, sich das vor Ort angucken oder selbst hingehen, fahren, wie auch immer. Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann ist es auch meistens so. Also mein Bauchgefühl täuscht mich bei solchen Sachen nie. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, die Abgründe des Menschen sind super tief, gerade in diesem Business. Und es ist exponentiell steigend aktuell. Ich sehe immer mehr dieser Volunteer-Projects, da geht es nur um Kohle machen, eigentlich Tiere quälen und um das befriedigte Selbstbild der Menschen, die dorthin kommen. Und das ist eine Scheißentwicklung und bringt wirklich wenig. Ist echt schade. Ich will es jetzt aber auch, also das war jetzt wirklich sehr negativ. Also ja, du hast schon, ne? Ich glaube nicht, dass es bei allen so ist, so wie du schon gesagt hast. Und es gibt ja auch auf jeden Fall Aktionen, die man unterstützen kann, die nichts mit Tieren zu tun haben und vielleicht den Einheimischen wirklich helfen. Aber du hast schon recht, dass oft ist es so, dass man sich selbst daran ergötzt und vielleicht da dann einfach nochmal gucken, was können wir hier in Deutschland eigentlich machen. Also hier in Deutschland wird auch sehr viel Hilfe benötigt in den verschiedensten Projekten, sozial, umwelttechnisch. Also da gibt es 1000 Dinge und vielleicht können wir auch hier einfach erstmal gucken, das Geld spenden ins Ausland und hier bei uns in Deutschland schauen, wo können wir denn irgendwas reißen und da helfen. Genau so ist es, Luisa. Sehr schön. Gut gesagt. Das war mal ein bisschen positiver als ich. Ne? Gut, okay. Eine Sache habe ich auch immer noch, steigendes Business, Kreuzfahrten zum Thema Reise.
Auch hier wieder, wie beim Zoo. Heute bin ich für Tiere in Freiheit, weil ich früher Tiere eingesperrt habe. Heute bin ich gegen Kreuzfahrten, weil ich früher Kreuzfahrten gemacht habe. Nicht als Tourist, sondern tatsächlich als Lektor nennt man das. Also auf Schiffen mitgefahren für verschiedene Anbieter in die entlegensten Regionen oder eben in touristische Regionen, habe dort Leuten was über Wale erzählt. Ich war auch auf den Färöerinseln, habe den Menschen dann dort erzählt, ey, hier bringt man... Mit dem Kreuzfahrtschiff? Mit dem Kreuzfahrtschiff, hier bringt man Grindwale um. Also an dem Strand, wo ihr nachher baden geht und euch das anguckt, ist ein paar Wochen später der Grind. Das heißt, dort werden tausende Wale abgeschlachtet und ihr schreibt in Deutschland, unterschreibt die Petition und steht jetzt hier am Strand und unterstützt die Locals noch, indem ihr hier im Restaurant essen geht oder hier überhaupt herfahrt, ne? Also Kreuzfahrtschiffe an sich finde ich total pervers. Ist es. Möchte ich auch hier einmal öffentlich wirklich sagen, bitte bucht euch nicht so einen Scheiß. Also ich finde, das ist wirklich der größte Schwachsinn. Kreuzfahrtschiffe sind so eine Umweltverpester. Hardcore. Also du musst es ja sogar noch besser wissen. Ich war noch nie auf einem, aber was ich gesehen habe, gelesen habe und gehört habe, ist eine Katastrophe. Unfassbar. Es ist cool, tatsächlich, jeden Tag an einem neuen Ort aufzuwachen. Die Welt zu bereisen, ganz easy, mit einem schwimmenden Hotel, ohne sich viel bewegen zu müssen oder anstrengen zu müssen, ist total geil. Die Vorstellung ist super. Aber auf Kosten so vieler Menschen an Bord, die scheiße bezahlt werden, die in irgendwelchen Katakomben da unten schuften. Und Leute, ein Kreuzfahrtschiff ballert so viel raus wie 1 Million Autos am Tag. Das müsst ihr euch mal vorstellen, diese Emissionen. Klar werden die auch umweltfreundlicher, müssen die ja, weil da sonst gar keiner mehr hingehen würde. Aber nichtsdestotrotz sind das absolut ultra krasse Klimasünder im Nahrungsmittelbereich, im wie sie Menschen behandeln, im wie sie rumfahren, wie sie auf Grund laufen, wie sie Öl verschmutzen, wie sie Plastik verlieren. Es ist eine Katastrophe und immer mehr Länder tatsächlich verbieten Kreuzfahrtschiffen die Einreise in Fjorde, was auch immer. Genau richtig. Ja, genau richtig. Find ich auch super. Kreuzfahrtschiffe sind an allen Ecken und Enden beschissen. Die sehen auch einfach hässlich aus. Ja, und es gibt auch kein einziges, ist wie beim Rauchen. Es gibt kein Pro-Argument. Nee. Nicht ein einziges. Es gibt nichts, was daran... Nee, hast recht. Also alles, was uns jetzt irgendwer sagen würde... Kannst du aushebeln. Das wäre so ein persönliches Bedürfnis dann irgendwie, aber nichts... Das ist das Einzige, aber das ist ja kein Pro-Argument. Also von daher... Wie ist das denn, Robert, mit den Tieren? Also wenn ich jetzt Delfine im Meer habe und das Kreuzfahrtschiff schippert da lang, fühlen die sich dann nicht auch durch diese durch die Geräusche gestört? Kreuzfahrtschiffe sind unfassbar laut, das ist auch ein großes Problem. Das Meer wird nicht nur zerschmutzt, beschmutzt durch Plastikmülleinträge und Öl und was weiß ich nicht alles, sondern tatsächlich auch durch Lärm. Es gab früher Kampagnen wie hieß das denn? Das ging gegen Sonar und es ging gegen, also wo sich die Leute die Ohren zugehalten haben und so Bilder gemacht haben. Das war mal eine Kampagne von der Whale and Dolphin Conservation Society. Das ist total eingeschlafen. Und die Leute wissen überhaupt nicht, dass das Meer voller Lärm ist. Mhm. Und die meisten alle Meeressäuger orientieren sich im Meer mit Echolokation. Also das heißt, die hören zwar mit ihren Ohren, aber sie sehen auch mit ihren Ohren. Sie senden Echosignale aus und erkunden ihre Umgebung damit. Die sehen quasi mit ihren Ohren, wenn man sich das einfach feststellen will. Wenn da überall Kreuzfahrtschiffe rumfahren und wenn da Ölbohrplattformen sind und Speedboot und was weiß ich, hören sich diese Tiere nicht mehr. So kann ein Blauwal zum Beispiel eigentlich um die ganze Welt mit seiner Partnerin sprechen. 40.000 Kilometer können die kommunizieren. Krass. Ja, die schwimmen in eine bestimmte Tiefe, 200 Meter tief, in so salzhaltiges Wasser, senden dort den Ton aus und in diesem Korridor, sage ich mal, unter Wasser, wird dieser Ton weitertransportiert. Das heißt, toll, die müssen also keine SMS verschicken, super geil. Die kriegen das noch so richtig oldschool hin. Ohne Scheiß, ein Wal könnte in Argentinien sagen, ey Leute, kommt alle vorbei, hier gibt es super viel Essen und super heiße Weiber, kommt rum und in Südafrika 3 Stunden später hören die das und machen sich auf den Weg und sind 2 Wochen später da. Bums aus, Ende. So würde das funktionieren, aber... Kreuzfahrtschiffe dazwischen. Viel zu viele Geräusche. Schiffe, Geräusche und so weiter. Dazwischen. Ganz genau. Das heißt, die Wale finden sich gegenseitig nicht mehr, finden nicht genügend Partner zur Paarung, verpaaren sich teilweise mit Buckelwalen jetzt und so weiter. Also Buckelwal paart sich mit Finnwal. Es entsteht ein Hybrid, der sich nicht fortpflanzen kann, am Arsch. Die Wale sterben wieder aus. Durch Lärm. Muss man auch mal bedenken. Ne? Oder manche werden auch erschreckt, kommen zu schnell hoch, kriegen eine Taucherkrankheit und sterben daran. Also und nicht unregelmäßig, war live dabei schon einmal, überfahren Kreuzfahrtschiffe Wale. Und dann hängt er vorne so auf dem Wulstbug und schlackert da hin und her und das Kreuzfahrtschiff merkt gar nicht bei seinen vielen 100.000 Bruttoregistertonnen, wenn da so ein 100-Tonnen Wal oben auf dem Wulstbug liegt und der wird ertränkt oder wird halt durch den Impact, wird ihm die Wirbelsäule gebrochen und im Hafen stellen wir fest, oh scheiße, da liegt ja noch ein 20 Meter langer Wal vorne auf dem Schiff. Boah. Also da gibt es genug sogenannte Ship-Strikes bei Walen. Also auch dieses Reisen ist das eigentlich Ökosystem unfreundlichste Reisen überhaupt. Ist 100% beschissen. Trauen wir uns jetzt auch mal einen Aufruf zu machen und zu sagen, bitte nicht aufs Kreuzfahrtschiff. Bitte nicht aufs Kreuzfahrtschiff. Kann man wirklich so sagen, oder? Bitte also da stehen wir auch beide 100% dahinter. Ja.
Absolut. Also da finde ich... Mach das nicht. Auch sagt auch Oma und Opa, Mama und Papa, ey, das ist scheiße, braucht ihr nicht machen. Ich finde 20 Argumente innerhalb von 30 Sekunden, die dagegen sprechen. Ist wirklich, und wenn du überlegst, kommst du auch selber drauf. Ja. Also was da für eine Verschwendungspolitik gemacht wird und so weiter. Also Leute, ich habe es früher gemacht, kann das sagen, auf gar keinen Fall Katastrophe. Und ey, krass, worüber ihr auch nachdenken müsst, wo kommt das eigentlich hin, wenn es kaputt ist? Also ja. So ein Riesending... Wie wird das denn recycelt? Also. Ach, Luisa, schönes Thema für den nächsten Podcast, Recycling. Ja, ja. Ach, Leute, wir könnten uns totquatschen, aber jetzt ist wirklich Schluss. Wir versprechen es bis zum nächsten Mal und sagen an dieser Stelle, ey Leute, seid einfach nachhaltiger, seid einfach cooler, schaltet macht's euren Verstand Lifestyle. Ein. Das ist ein cooler Lifestyle, der darf bleiben und macht Spaß und der ist sinnvoll. Komm, wir gehen jetzt Radfahren, Luisa, für den Po. Ja, machen wir. Oh, das war wie nötig. So, tschüssi, Kopf. Wiedersehen, wiederhören, meine ich. Tschüss.